Herzlich willkommen zu dem ersten Video auf meinem Kanal. Also Leute, schon angekündigt auf Instagram werde ich jetzt hier erstmal so ein grobes Video machen, damit ihr wisst, wer ich genau bin, was ich mache und was ihr vor allem auf diesem YouTube-Kanal hier erwarten könnt. Erstmal zur Erklärung, das hier wird nicht die normale Location sein, wovon jetzt immer Videos kommen. Ich bin jetzt gerade hier noch in Holland bzw. Renesse. Hab gesagt mit Lara, wir wollen nochmal 2 Tage schön rausfahren, entspannen, das Jahr ausklingen lassen. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch in diesem Jahr online kommt oder erst in 2020. Aber das werdet ihr ja sehen. Ansonsten habe ich euch auf Instagram gebeten, mir Fragen zu stellen. Und da habe ich auf jeden Fall einige bekommen. Ich habe auch schon ein paar rausgesucht, habe die hier offen. Und werde die nachher abarbeiten. Vorher möchte ich aber so ein paar allgemeine Sachen besprechen, beziehungsweise zu mir sagen. Und zwar, damit ihr erstmal wisst, wer ich genau bin und was ich so mache. Mein Name ist Mike Hansen, wie ihr vielleicht auch schon an dem Kanal hier erkennen könnt. Ich bin 19 Jahre alt und mache jetzt so seit 1,5 Jahren dieses Instagram, dass ich einfach so das teile, was ich so täglich mache. Und finde ich bis jetzt sehr, sehr cool, aber ich möchte irgendwie mehr. Deswegen jetzt auch hier YouTube. Ansonsten würde ich sagen, jetzt mal die Fragen anschauen, die von euch reinkamen. Da auch direkt die erste Frage, wieso möchtest du YouTube anfangen? Ich möchte irgendwie mehr Leute so direkt erreichen, weil ich habe das Gefühl, dass einige auf Instagram die Stories einfach nur so durchklicken und nur ein paar sich so richtig dafür interessieren, was ich eigentlich da laber. Und deswegen für die, die das interessiert, möchte ich hier einen genaueren Kanal machen, wo ihr euch exakt die Videos angucken könnt, die ihr wollt. Und das dann auch für Instagram, die einfach besser ist, die das nicht gucken wollen, die gucken dann einfach nicht die Videos hier. Also so habe ich mir das so ungefähr vorgestellt. Ich bin mir auch noch nicht zu 100% sicher, was ich für Videos machen werde. Ich habe aber schon vor, öfters so Videos zu machen, wo ich einfach hier sitze und irgendwas erkläre, erzähle, vielleicht Q&As auch. So wie dieses hier, nur dann mit einem bestimmten Thema. Und ja, ansonsten habe ich auch schon mal drüber nachgedacht, so vlogmäßig. Da bin ich mir aber noch nicht sicher, ob das was für mich ist. Das muss ich erst ausprobieren, aber das werdet ihr dann alles im Laufe hier sehen. Und von daher würde ich sagen, ich bleib gespannt, ihr auch, und das wird bestimmt irgendwas Cooles. Wie hast du deine Kindheit verbracht, beziehungsweise hast du noch Kontakt zu Freunden von früher? Finde ich auch sehr interessant. Ich komme tatsächlich vom Dorf und bei uns war das Standard, dass man jeden Tag draußen auf der Straße war und irgendwie mit seinen Freunden gespielt hat, irgendwas. Man kennt's. Ja, natürlich, also Kontakt zu den Freunden von früher auf jeden Fall. Aber man merkt natürlich auch, dass die einen in die Richtung gehen, die anderen in die. Und auch mit dem Beruf und die anderen Studierenden da ziehen auch weg. Ist natürlich immer alles ein bisschen schwieriger, dann so unter einen Hut zu bekommen. Aber dennoch finde ich das auch definitiv wichtig, den Kontakt irgendwie zu halten. Deswegen, ich mache das auch öfters so, dass ich, wenn ich nach Hause fahre aus dem Auto, dann ein paar Freunde nochmal anrufe, um einfach ein bisschen was zu quatschen. Und den Kontakt aufrechtzuerhalten. Also so gesehen, auf jeden Fall den Kontakt halten. Eine Frage, die kam auf Englisch rein, aber ich werde das Ganze hier auch auf Deutsch machen. Ein paar haben mich auch gefragt, ob ich englischen Untertitel einfügen kann. Werde ich wahrscheinlich nicht machen, da ich das Ganze erstmal für die deutschen Abonnenten hier lasse und auch den Fokus darauf lege. Aber die Frage hier war, ob es Videos mit Tipps und Tricks für Fotobearbeitungen gibt, weiß ich nicht. Also wie gesagt, ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, welche Videos hier kommen, aber sicherlich welche, wo ich über bestimmte Themen einfach spreche. Und vielleicht kennt es der ein oder andere von meinen Insta-Stories mittlerweile, die Question Mondays. Habe ich auch überlegt, dass ich die hier auf YouTube jetzt hier mache und nicht mehr in den Stories. Aber wie gesagt, das schaue ich und werde auch auf euer Feedback gespannt sein, was ihr sagt, was ihr euch für Videos wünscht und dann natürlich auch darauf eingehen.
Eine andere Frage, wie findest du bzw. ihr die ganzen geilen Locations? Erstmal danke, dass du die Locations geil findest. Bei uns ist das eigentlich so, dass wir irgendwo hinfahren und dann da ein bisschen rumgehen. Also das hört sich jetzt irgendwie komisch an, aber es ist tatsächlich so. Einfach rausgehen und dann schauen, wo gibt's was Cooles, denn man muss nicht immer in die nächstgrößte Stadt fahren, manchmal auch bei uns im kleinen Dorf gibt es richtig coole Locations und gerade in der Natur. Man muss halt einfach nur kreativ sein und irgendwann entwickelt man auch so diesen Blick dafür, wie das Foto aussehen wird und kann dadurch halt auch die Locations irgendwie besser finden. Dann noch eine Frage, womit schneidest du, jetzt hier bezogen auf YouTube? Ich habe mir jetzt als erstes mal DaVinci Resolve runtergeladen und werde das Ganze damit mal testen und schauen, wie ich damit klarkomme. Aber da kannst du auch nochmal nach einer Zeit dann privat fragen, wie ich damit klarkomme. Dann kann ich dir sicherlich mehr dazu sagen. Ich hoffe, ihr könnt so einen kleinen Einblick darin kriegen, was ich hier genau vorhab und freut euch auch auf die kommenden Videos. Ich habe auf jeden Fall die nächsten schon geplant, was das wird. Ich weiß nicht, ob man gerade die Möwen hört, aber die sind super laut. auf jeden Fall. Ich habe die nächsten Videos schon geplant, was da kommt und bin gespannt, wie ihr darauf reagiert, was ihr mir für ein Feedback gebt. Ich habe auf jeden Fall Bock und würde sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Mike. Thank you.